Seit 20 Jahren werden die Fernwärmetrassen in der Saalestadt im Rahmen des gemeinsamen Projektes Adern von Jena von der Stadt, den Stadtwerken und Jena Kultur durch Kunstaktionen, Veranstaltungen und Landschaftsgestaltung in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Um dieses Jubiläum angemessen zu feiern, haben die Verantwortlichen der Stadtwerke Jena bis zum Freitag ein Festival organisiert. Neben der Eröffnung einer Fotoausstellung im Stadtlab konnten Interessierte Jena einem Fachvortrag über die Zukunft der Fernwärme und der damit zusammenhängenden Infrastruktur lauschen. Heute Abend ab 19 Uhr sind Sie alle herzlich eingeladen, ins Stadtlab zu kommen und mit uns gemeinsam die Preisverleihung für die besten Motive und das beliebteste Projekt zu feiern. Es gibt Live-Musik von der Band Scavida, es gibt leckeres Essen und Getränke und ganz viel gute Laune. 2004 begann die Stadt zusammen mit den Stadtwerken und Jena Kultur sowie der Bauhaus-Universität in Weimar im Rahmen des Projektes Adern von Jena die meist grünen Rohre, die sich vielerorts durch die Saalestadt schlängeln, zu gestalten. Der erste große Meilenstein war ein Studentenwettbewerb, den wir gemacht haben, auch mit der Bauhaus-Universität Weimar. Und zeitgleich eine Ausstellung und ein sogenanntes Wunscharchiv, das war eine Bürgerbeteiligungsaktion. Und das ging über 3 Tage im Jena Paradies an der Kegelbahn. Und auch so, dass alle den Studierenden über die Schultern gucken konnten und die Entwürfe anschauen konnten und die Ausstellung und sich eben auch an diesen Art Planspielen beteiligen, wo wir sozusagen erste Wünsche und Ideen gesammelt haben für das Projekt und für die Adern von Jena. Die Verantwortlichen wollten mit dem kleinen Festival rund um das Projektjubiläum aber nicht nur einen Einblick in ihre geleistete Arbeit geben. Vielmehr ist es ein Anliegen, auch die Möglichkeiten der Gestaltung solcher Leitungen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Fernwärme, die jetzt schon eine sehr, sehr große Bedeutung hat, also schon jetzt sind ungefähr 34.000 Haushalte in Jena mit Fernwärme beheizt, wird zukünftig noch eine viel größere Rolle einnehmen. Und das geht natürlich auch einher mit gewissen Baumaßnahmen. Und da ist es uns einfach auch wichtig, diese Infrastruktur, die so essentiell ist, positiv in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger hier in Jena zu bringen und auch auf diesem vielleicht etwas unkonventionellen Weg dafür zu werben, dass diese Infrastruktur wahnsinnig wichtig ist und dass sie zukunftsfähig ist. So sollen die Adern von Jena auch künftig mit einzigartigen Kunstaktionen und Landschaftsgestaltungen eine ganz besondere Perspektive auf die sonst nicht so ansehnlichen Fernwärmerohre werfen.